Hallo, aua und herzlich willkommen. Bei 7 Days to to die. Das ist Munitionsverschwendung, Tobi. Der Blutmond kommt und du benimmst dich so. Habe ich da einen Pfeil irgendwo? Ja, warte mal, ja, in der Lampe drin. Und oh, nee, warte mal. Oh, das ging direkt in die Stirn. Durch den Helm durch. Autsch. Okay, Tobi, welcher Film? When the last eagle cries, flies into the last crumbling mountain. Ich weiß es nicht. Ich bin kein guter Filmekenner, Erik. Setz mich unter Druck. Das letzte Einhorn, Tobi, das solltest du aber kennen. Das musst du, hast du noch nicht gesehen? Nee. Solltest du mit deinen Liebsten schauen? Das letzte Einhorn, okay. Nee, habe ich tatsächlich noch nie geguckt, nee. Boah, also das letzte Einhorn ist tatsächlich Pflichtprogramm. Ist aber traurig, ne? Ja, na klar. Ja, nee, das kann ich nicht. Also eigentlich nicht mal traurig, es ist einfach, ja, traurig, aber schön. Mit Schmendrick, dem Zauberer. Es ist auch lustig. Schmendrick. Und als der Film rauskam, war das so wie bei Game of Thrones heute, ne, wo alle Mütter ihre Kinder plötzlich Khaleesi nennen. Damals hießen alle Jungs immer Schmendrick. Okay, also ich kenne niemanden, der Schmendrick heißt. Ja, komisch, dass der Hype da nicht gegriffen hat. Was soll das? Schmendrick, komm her. Alter. Bestraftes Leben. Oh, gut, es gibt aber auch Eltern, die nennen ihr Kind Ingolf. Also insofern, ich glaube, 1000 Zement, da bin ich gleich wieder weg, Tobi. Zement. Tschüss. Wir Zement. Brauchen Kohle, Mann. Wo findet man denn Kohle, Erik? Alles muss man hier selber googeln. Ich weiß auch nicht. Gibt es Kohleflöze? Ich weiß es nicht. Oder ob man die einfach beim Steinabbau findet, aber ich habe irgendwie... Ja, also bestimmt gibt es da Flöze. Ulala, willst du mir mal an meine Flöze fassen? Du alte Flöze. Guck dir mal meine Flöze an. Guck dir meine Flöze an, wie die Flöze... Weiß ich nicht. Flözen kann? Warte mal, wenn das der Bunker ist, nicht wahr? Epische Musik. Der Bunker. Adolf verbrachte hier viel Zeit. Ja. Urlaub. Auch der Führer braucht mal Urlaub. Und den macht er unter Berg. Kann man sagen, unter Berg? Ja, oder? Würde passen. Darf man heute noch sowas sagen wie der Führer? Das hat Harald Schmidt immer gesagt. Weil, ja, ganz ehrlich, geführt hat er da... eher in schwierige wirtschaftliche Situationen. Weiß ich nicht, ob das noch so legit ist. War Adolf eigentlich von der CDU? Oder wie war das mit den Parteien früher? Da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus irgendwie. Da habe ich nie aufgepasst tatsächlich. Was? Hier NSDAP und so? Ach, doch, okay. Nee, passt. Okay, weil jetzt habe ich gerade was durcheinander gebracht. Alles gut. Okay. Nee, alles passt ja. Dann passt es ja wieder, wa? Aber die NSDAP, die gibt es aber heute so, glaube ich, nicht mehr wahrscheinlich, ne? Oder haben die sich zu irgendwas anderem geformt, was plötzlich okay sein darf? Wie diese blauen Decken. Ja, also generell habe ich das Gefühl, dass Sachen, die heute erlaubt zu sein scheinen, in den 90ern zum Beispiel noch verboten wurden. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also Sachen wie NPD und AfD, also gut, weiß ich nicht, aber... Ja, NPD ist ja verboten. Die AfD aber nicht. Gibt es die NPD nicht trotzdem noch? Was ist denn mit meiner Maus? Warte mal. Warte mal kurz. Oh. So, meine Maus dreht sich irgendwie frei manchmal. Ich hoffe, das geht. So. Ich bin so doof. Ich komme nochmal zurück. Haben wir was vergessen? Ja, ich wollte Stahlgitter bauen. Für Schießen nach unten. Gitter? Für Schießen. Ich will schießen nach unten.
So. Ja, wir brauchen, also wir bräuchten für Munition Schießpulver. Da brauchen wir aus Kohle, ne? Ja. Ah, ich wollte googeln, wenn meine Kohle kommt, richtig. Mach das mal. Und sag mir Bescheid. Ich kann bohren gehen auch. Ich wollte jetzt... Ach ja, Eisen haben wir jetzt, ne? Das haben wir hier eingeschmolzt. Das schmolzt sogar noch. Ah, sehr gut. Ah, hier haben wir es doch. Nice. Schnell Geld verdienen. 5 Methoden, mit denen du noch heute Bargeld verdienen kannst. Das gucke ich mir jetzt an. Okay, das ist wichtig, aber auch. So kommt man an Kohle. Finde ich gut. Kennst du diese ganzen Typen, die auf YouTube immer Werbung schalten? Och, Alter, das sind so viele. Heute präsentiere ich euch mein Konzept. Wir 1000 Euro. Oh, Alter, da hab ich schon auf. Mit eurem neuen Spreadshirt-Shop könnt ihr, wenn ihr in Rumänien Arbeiter für 10 Pfennig beschäftigt, könnt ihr T-Shirts für 30 Euro verkaufen. Ja. Oder und diese Typen mit ihrem Amazon-Shop, Alter. Boah. Ja. Oder was war das andere noch? Ah ja, genau, Multilevel-Marketing. Boah, wo dann irgendwas verkauft wird, irgendwas. Ja, oh, hiermit kannst du aber super abnehmen und damit wirst du richtig schön und alle deine Probleme verschwinden. Oh, du sitzt im Rollstuhl, dann trink doch unseren Vitamin-C-Drink und dann kannst du wieder gehen. Ja. Die sind halt richtig Cancer, diese Typen. Ja. Und deswegen, das sind wirklich... Genau deswegen ist es so gefährlich, wenn YouTube jeden Werbung schalten lässt. Das ist wohl wahr. Huch. Also das sollte meiner Meinung nach nicht möglich sein, finde ich. Weil das halt überhaupt nicht irgendwie administriert wird, habe ich das Gefühl. Letztens habe ich ein Let's Play von so einem kleineren Minecraft-YouTuber einfach so komplett durchlaufen, so 20 Minuten. Mhm. Als Werbung. Oh, ach so? Ja. Oh, okay. Ja also, gut, das ging aber schon immer. Das ging schon immer. Echt? Ja, weiß ich. Schwieriger finde ich da zum Beispiel die AfD zum Beispiel. Ich frage mich, ob man dagegen vorgehen kann. Ich habe seit Jahren das Problem... Ja, ich will keine politische Werbung von meinen Videos haben. Und die AfD macht aber, die legt sich dauernd Fake-Accounts an, ohne Ende, stellt dann Videos rein, claimt die nicht als politisch und schaltet die als Werbung vor. Krass. Ich wollte mal gucken, ob man dagegen vorgehen kann, vielleicht. Einfach mal über einen Anwalt fragen, ob das überhaupt legal ist, wenn Parteien sowas machen. Ja, also es geht jetzt, glaube ich, nicht darum, dass es nur die AfD ist, sondern allgemein wegen wahrscheinlich, ne? Weil das ist halt einfach, das hat vor einem YouTube-Gaming-Video nichts zu suchen irgendwie, keine Ahnung. Richtig. Und die, also, ne, ich möchte das bei mir einfach nicht haben. Und die anderen Parteien machen es nicht, deswegen ist es in diesem Fall halt die AfD. Und die suchen sich ja scheinbar, also die umgehen ja scheinbar etwas, dass sie es machen können. Also es ist, glaube ich, nicht legal. Ja, das wollte ich halt prüfen lassen, einfach anwaltlich. Einfach mal gucken. Aber wie assi. Würde ich auch gegen vorgehen, weil das ist jetzt, glaube ich, das vierte Jahr oder so, wo das passiert. Und langsam nervt es einfach nur noch. Ich weiß noch damals, die AfD Berlin hatte mal auf Twitter, die mal einfach bei mir drunter geschrieben hat, irgendwie so wahlkampagnenmäßig irgendwie so die Leute irgendwie angeschrieben unter einem Tweet von mir. Oh, das ist bei dir immer besonders gut, weil du wirst nie sauer oder und antwortest dann immer sehr, sehr bedacht. Ich habe mich zurückgehalten und habe sie einfach nur blockiert. Okay. Ausnahmsweise. Ungewöhnlich. Ja, ich dachte mir, mit denen legst du dich am besten nicht an, weil... Nee, mit so Leuten diskutiert man nicht. Mhm. Hey, Erik, hi. Hey, moin, Tobi. So. Also diskutieren ist eigentlich immer gut, aber nur, wenn es möglich ist. Ja, ich glaube halt, das Problem ist, mit 90% derer ist es, glaube ich, nicht möglich. Weiß ich gar nicht. Ich bin immer noch der Meinung, vielleicht bin ich da einfach zu hoffnungsfroh oder so, dass da einfach auch viele Protestwähler sind. Aber es ist die falsche Form von Protest. Ja, eben. Also ja. Okay, wie mache ich das jetzt? Oh, ach, hör doch auf. Mhm. Simple, advanced, on face, copy rotation. Was ist das alles? Auto-rotate, Hilfe. Ja, was machst du da schon wieder? Oh, Heidewitzka. Jetzt will ich es auch sehen. Warte. Hm? Jetzt will ich es auch sehen, warte. Oh, ich bin ein Vogel. Oh. Ich trau mich nicht drauf zu laufen. Also müsste eigentlich halten. Mal nach oben.
Ich habe jetzt erstmal nur 6 leider, weil wir werden noch ein paar mehr brauchen. Und zu zweit. Alter, das ist voll geil, Tobi. Und da kann man runterschießen? Da kann man runterschießen. Ist das nicht geil? Das ist ja mega. Alter, dann haben wir richtig den Walk of Torture, können hier richtig schön ablenken. Unten später mal, wenn jemand von uns Level 100 wird, wahrscheinlich wird das bei mir der Fall sein, weil ich habe das gelevelt ein bisschen. Also geskillt, können wir die Autoturrets reinballern. Das Ding ist halt, wäre halt irgendwie cooler, wenn die halt durchkommen würden, ne? Wie wenn die durchkommen würden? Bis hier vorne hin. Weil die kommen ja durch die Spikes, oder meinst du, die drücken die kaputt? Ja, die drücken die kaputt. Die ersten werden an den Spikes sterben, dann werden die nach und nach durchbrechen. Ja. Nehme ich mal an. Also okay, im Optimalfall. Okay. Und links und rechts in die Gruben wollte ich auch noch Spikes reinmachen. Sind da Spikes drin? Ne, da sind noch Schatten drin. Da kommen ja auch noch Spikes rein. Also der ganze Bereich hier. Da unten sind Spikes. Doch, doch. Ah, okay, ja, jetzt sehe ich es auch. Haben wir schon, ja. Okay, das ist. Cool. Ey, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir die nächsten Blutmonde-Probleme kriegen werden. Also ganz ehrlich. Ja, das wäre natürlich nice. Also, ey, ganz ehrlich, ne? Ey, wenn du mich fragst, ne? Ist das echt nice, ne? Ich glaube, der Bunker ist schon, der Bunker ist schon gut und der ist ja auch ausbaufähig, wie gesagt. Mit den kannst du mich mal ausreden lassen, ne? Entschuldigung, rede okay. Bitte aus. Ich bin fertig. Das ist mir ja schon vorher aufgefallen. Da ja, kannst du gut verstecken. So. Er sieht mein Arsch zu dick aus. Das ist, boah, ich feiere das gerade voll mit den Gittern, dass man nach unten schießen kann dann. Das ist echt nice. Boah. 14, ich glaube, wir werden mehr brauchen, ne? Ich meine. Aber ich muss erstmal Eisen einschmelzen. Was kostet das? Was kostet der Welt? Was das kostet? So, Eisenstangen. Fernbedienung. Aber die kosten 100. Dann mache ich nochmal 8. Ich weiß nämlich nicht genau, wie viel wir brauchen. Boah, Tobi, das wird nice. Ich freue mich schon, wenn der Bunker vielleicht mal irgendwann fertig ist. Ja, das vor allem, wenn der irgendwann mal aus Stahl ist, Alter. Good night. Mm. Also vielleicht können wir wirklich irgendwann unsere Base da unten in den Keller bauen. Hm. Wobei wir müssen ganz zärtlich sein, weil wir müssten ja die Wände nach unten... Ah, ist das eine gute Idee, unter dem Gebäude zu bauen? Ich hatte Angst, dass es einbricht wieder. Theoretisch gesehen könnten wir unser Lager jetzt da oben hinmachen, wo der freie Raum ist, wo wir nach unten schießen können, ne? Ja, das stimmt. Das würde theoretisch gesehen locker gehen. Weil nach oben kommen die nicht und ich glaube, die Base inzwischen schon einigermaßen gut gesichert. Also das, ich glaube nicht, dass sie die durchkriegen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn dann unten noch halt Stahl gebaut wird, ne? Dann ist sowieso komplett voll. Ich glaube, selbst das ist sehr unrealistisch, dass sie das durchkriegen irgendwie. Zumindest vorerst. Wir wissen ja nicht, was noch kommt. Und ich meine, wenn wir dann noch so ein schönes Spitzdach draufsetzen, sieht doch auch schön aus dann, ne? Ja, gut, das stimmt natürlich. Ah, okay. Du, sag, warum haben wir so viel Juckerfrucht, Erik? Und was ist das für eine Form von dieser Juckerfrucht? Form? Was? Ja, die sieht aus wie eine Gorke. Wie eine was? Wie eine Gorke. Hm. Was hast du damit gemacht, Erik? Hattest du Spaß? Mit Juckerfrüchten, Tobi? Ja. Hast du so getan, als wenn das ein ganzes Bundesliga-Team wäre, Erik? Was? Du meinst, ich habe ein WM-Spiel verfolgt, oder was? Ich verstehe die Frage gerade nicht, die in deinem pervertierten, ekelhaften Gehirn vor sich geht. Kennst du das nicht von Family Guy, Mann? Wo Mac mit so einer 12er-Packung dicken Bockwürstchen da unten sitzt in ihrem Zimmer, Alter, und sagt, ich tue, als wäre es eine ganze Footballmannschaft. War das die Tiefgefrorenen? Ja. War okay. So ekelhaft. Okay. Kann man von hier oben Spikes nach unten setzen? Wahrscheinlich nicht. Haben wir gar kein Schießpulver mehr? Das gibt's doch gar nicht.
Boah, das ist voll geil. Boah, ich feiere das gerade. Ich guck mir das tausendmal an hier gerade. Weil ich da gerade ein bisschen feiere. Entschuldigung. Ja, theoretisch könnten wir hier noch... Wenn man die Wand hier einen nach außen macht... Was denn? Ich gehe mal nach Kohle farmen hier. Ich brauche Kohle. Kohle. Dann Kohle. Such dir mal einen richtigen Job. Ich brauche... Nee, warte. Ich brauche Proviant, wa? Natürlich brauchst du das, Tobias. Natürlich. Proviant kommt von Profi. Proviant? Proviant. Okay, ich würde das hier gerne nicht aus Holz machen. Ich muss erstmal natürlich oben fertig machen, aber ich würde gerne diese Umrandung, die gegen diese Spinnenzombies hilft, ja, würde ich gerne auch aus Zement machen, statt aus Holz. Weil ich weiß nicht genau, ob die Spinnenzombies die kaputt kriegen oder kaputt ballern können. Und Holz hält halt gar nicht. Wie nee, wir festgestellt haben. Und wenn die dann das, nach oben kommen und das Dach ist nicht fertig, dann haben wir nämlich Probleme. Das stimmt natürlich, wa, Erik? Also verplemper ich mal wieder ein bisschen Zeit. Ja. Ich würde eventuell auch. Achso, du suchst mit dem Bohrer wahrscheinlich, ne? Ja, außer du möchtest den haben. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht nochmal Eisen holen soll, weil, wenn wir unten die Wände verstärken wollen vom Bunker. Dass wir das ich vielleicht sogar noch Grube, zeitnah machen. Alter, ich spring mit. Ich überlege gerade nur, weil heute ist Tag 34. Und du weißt, was das heißt. Möchtest du die Wände da unten noch verstärken? Ja, also das kriegen wir vor dem Blutmond auf keinen Fall hin. Was sag ich, glaube, das schaffen wir gar nicht mehr. Aber ich spring mit. Vielleicht an einigen Stellen, aber wahrscheinlich nur an wenigen. So, warte. Aber erstmal mache ich ganz kurz, bevor ich das mache, würde ich hier nochmal schnell diesen Kranz neu machen aus Stein. Oh, und ich muss unten die Löcher zumachen, fällt mir gerade ein. Das sind zwei schöne Eingänge direkt in die Vase von unten. Das wäre uncool, wenn die Blutmond noch offen wären. Hm. Ach so, unten in dem Gräben, im Graben, stimmt, du hast recht. Ja, genau. Das finde ich so cool. Nein. Challenge Time, lass die offen. Peanut Butter Challenge Time. Oben ist ja eh nur Holz. Ja. Komm mal rüber in die Mine, da wo ich neu gegraben habe. Ich muss doch mal gucken, das wird doch bald ein Labyrinth, wa? Nö, geht. Ich habe immer noch nach unten gegraben. Ah, okay. Ich hab gedacht, dann machen wir auch später unser Abflussrohr einfach rein oder so. Rohr? Rohr. So. Aber mal ganz kurz, ist das die richtige Höhe jetzt überhaupt noch? Das ist ja wohl die Höhe. Ja, komm, lass mal's dabei. Was? So. Tobi. Kirche. Wie es auch nicht lassen kann, zu wenigstens mal leise zu kichern, weißt du? Meine arme Sprachbehinderung. Da fängt es wieder an. Wie er einen einfach diskriminiert, weißt du? Hier vor den Augen der Öffentlichkeit. Was ist da los, Tobi? Sprachbehinderung. Was ist los? Da habe ich jetzt auch einen Behindertenausweis beantragt.
Ich kann in Zukunft auf behinderten Parkplätzen bestimmt parken, wegen dieser Sprachbehinderung. Huch, was bist du? Ich dachte gerade, da läuft ein Zombie. No offense, Alter, no offense. Ja, was tippt der da schon wieder? Er treibt mir der Schapernack. Behinderung. Tobi, was ist da los? Ja, weiß ich nicht, wenn du. Ne, du hast ja gesagt, du bist sprach eingeschränkt. Dankeschön, Dankeschön, ja. Ich bin sprachlich herausgefordert. So. Was denn? Sprachlich herausgefordert. Alter. Das Gefühl hat man auch manchmal. Oh, dann nochmal schnell ein Käppchen hier. Wie viel Adam haben wir noch? So. Ja gut, mit 7 Tage Blutmond, da haben wir jetzt doch zu wenig Zeit. Gut, stellen wir nach der Folge einfach wieder um. Passt schon. Ja, machen wir genauso. Dann sagen wir auch, das ist bestimmt was schiefgegangen. Diese Entwickler. Was können die eigentlich? So. Weißt du, was ich gut finde? Eisenflöze. Ja, das auch. Und wenn wir endlich mit unserem richtigen Haus anfangen, dann. Ich glaube, da freuen sich die Leute auch drauf. Ja, endlich mal wieder. Und ich finde, das sollten wir auch aus Zement machen, damit es nicht langweilig wird. Ich bin ehrlich gesagt wirklich fast der Meinung, wir sollten das alles hier reinballern. Aber andererseits habe ich Angst, dass wir die Blutmonde vielleicht unterschätzen, weil der dritte halt einfach gut lief. Meinst du? Oder ist es der Regen? Der zehnte könnte halt wieder anders aussehen, ne? Ja, das stimmt. Oh, es schneit. Hä? Wo denn? Hier, wo ich bin, schneit. Achso, du bist fast Richtung Schneegebiet, deswegen wahrscheinlich. Oh, das ist voll schön hier. Ja, dann bau dir doch da einen Bunker. Vielleicht meint es auch. Ha! Oh. Sollst du mal sehen? Da ist die Erde ein bisschen gebiert. Was ist da passiert? Repariere Erde. Tobi, ich repariere die Erde, hast du gehört? Oh, sehr gut, sehr gut. Du bist ein endlich, Vorbild. Endlich ist hier mal jemand aktiv hier. So, die Erde ist wieder auf 100%. Wow, das ist wirklich wow. Ich sehe, du tust auch was für den Planeten. Da schmeiße ich gleich mal die, die Vierer-Chassis an. Den fetten Truck. Oh, ist das da hinten die neue Mine? Ja. Aber ich finde keine Kohle. Ist das die Eisenmine da hinten? Ja, wenn du weiter runter gehst, da kommt Eisen und Blei und sowas, ja. Okay, aber kommt da auch aktiv Eisen? Also kommt da richtig Fetteisen? Ich habe schon ein bisschen was hier rausgezogen, ja. Also ist nicht das übliche Eisen, was man kriegt, wenn man durch Steine buddelt? Nee, da waren schon Flöze gewesen, ordentlich. Ah, schön, mag ich. Richtig dicke Flöze. Stehe ich drauf rum. Dass man sich richtig darin einbuddeln kann. Geil. So. Okay, Vorsicht. Ich hoffe, es kommt niemals ein Update, wo man nachts schlafen muss bei diesem Spiel. Oh nein, bitte nicht. Ja, oder dann irgendwie so, ne, dass man dann müde wird oder irgendwie sowas. Oder so, oder Dingens hier, was gibt's da noch hier, diese, bei Scum war das doch so extrem mit allem gewesen. Ach ja. Wenn man fetter wurde, dann musst du lang, du hast Eisenmangel und bla, ja, oh. Finde ich ja schon wieder anstrengend. Ja, das ist mir auch zu much einfach, ich will, ein bisschen entspannt schon zocken irgendwie. Hm.
Was denn? Tobi? Was machst du denn da? Tobi, du hast zu much gesagt. Nein, das habe ich nicht. Oh doch, das hast du. Nein, hab ich nicht. Ich hab Videobeweise. Ja, dann schau doch mal rein in deine Videobeweise. Ja, mach ich. Ja, du hast zu much gesagt, Tobi. Ja, dann war das ein Versprecher, Erik. Du bist einfach nur sprachbehindert, da kann ich nichts für. Du brauchst mich jetzt nicht denunzieren, deshalb. Wieso denunzieren? Ja. Ich lebe sehr gut mit meiner Sprachbehinderung. Ja, frag mal die anderen. Da brauche ich so Grammatik-Nazis wie dich nicht. Ja, Erik, das musst du mir im Konjunktiv sehen. Tobi, immer. Ja, sicher. Oh, was ist das? Oh. Hm? Hier ist keine Kohle, Mann. Ich kotze. Schalt doch mehr Werbung. Entschuldigung. Lul. So. Ich bin optimistisch und baue das Ding so, als ob wir das Haus noch ausbauen werden. Es soll ja noch später Banditen geben, ne? Was? Ja. Zusätzlich zu den Zombies soll es noch Banditen geben. Ah, die gibt's aber noch nicht, ne? Ja, die sind wohl in Vorbereitung und da gab's wohl wieder, soll wohl auch wieder ein bisschen Update gegeben haben, aber die sind noch nicht implementiert. Noch nicht official. Könnte also mal ganz lustig werden. Boah, wenn die dich dann überfallen und so, Alter, boah. Ja, da würde ich aber am Strahl kotzen. Richtige Arschbanditen. Die nach 2 Minuten Spielzeit schon besser alles mehr haben als du. Mhm. Und dann überrennen die dich einfach. Ja. Also ich weiß nicht, was du da gerade machst, weil wir sind schon wieder bei 27 Minuten. Ich weiß selber nicht, was ich mache. Ich okay. Mach alles falsch. Also alles wie immer. Sehr gut. Genau, jetzt fehlt mir der Zement. Ah, der Beton, ich glaub's hackt. Okay, hier müsste ich noch eine Außenwand setzen. Oh, ich brauche noch Zement für die Eingänge unten. Hallo? Das sind wieder. Na ja, toll. Jetzt aber. So. La 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 la. So 2000 Beton sind auch irgendwie nichts, wenn man so einen Bunker baut. Nee, das ist schwierig. Für was brauchst du? Wie viel Zement brauchst du? Also wie viel von dem Zeug brauchst du, um einen Block zu füllen? Ich glaube 10. 10 oh. Beton. Okay, krass. Ja, das ist schon teuer. Also wir haben ja echt schon viel verbraten. Das ist krass. Ich dachte, das wäre weniger tatsächlich. Nee, leider nicht. So, das würde gehen. Und da unten müssen wir auf jeden Fall noch zumachen. Und vielleicht, ja, ich muss dann in die Eisenmine. Wir brauchen nämlich noch ein paar Eisenspikes, glaube ich. Und da wollte ich noch, naja. Warum singe ich Forrest Gump? Weiß ich leider nicht. Achso, soll ich zu dir kommen und nach hier Eisenbuddeln Dings da? Du kannst auch gerne hier weiter buddeln, ja, das können wir gerne so machen. Aber wenn, dann erst in der nächsten Folge, Erik. Ja, gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Wo bist du denn? Aber ich habe auch nur noch 300 Benzin hier, ne? Das bring ich dir dann noch mal ein bisschen was. Okay, das ist cool. Wo bist du denn hier? Guck mal, ob du mich findest, Erik. Der hat sich auch hier wieder so ein Butthole-Eingang gemacht. Ach, hier. Ja, ich habe extra einen Weg nach unten gebaut, Erik. Kommt man da auch wieder hoch? Ja, klar. Moin Tobi. Oh, schön. Oh, ich sehe das Eisen direkt hier. Cool. Da ist überall Eisen. Du musst halt nur vorsichtig sein, dass du dir nicht die Wege wegkrebst. Das hatte ich vorhin das Problem. Und ja, aber hier unten, guck mal hier runter. Warte, ich gehe mal vorher hoch. Ah, ich sehe schon, alles schön rot. Fühlst du es, Erik? Und ich habe hier schon 1200.
Eisen? Und nochmal 38, ja. Oh, nice, cool. Kannst du gleich schon mal einschmelzen, weil wir werden die brauchen. Vor allem, wenn wir Spikes machen. Bla, bla. Ja. Huch, ja, ja, schmeiß einfach hier irgendwo hin. Und das Benzin, das Übrige noch. Bitteschön. Dankeschön. 383, das war's. Ja, ich hole dir gleich nochmal welches. Und Reparaturkits bitte. Ach ja. Und Folgenende, ne? Und Folgenende. Dann wisst ihr ja schon, was euch in der nächsten Folge blüht. Aber nicht allzu lange. Wir brauchen nur ein bisschen sehr viel Eisen. Geil. Ja, dann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Licht aus.